Stegi 1:1 gegen Mannheim. Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Ja, ich denke, wenn man den Spielverlauf heute gesehen hat, wir waren in der ersten Hälfte, waren wir richtig gut im Spiel, gehen dann auch mit 1:0 in Führung, kassieren dann wieder so einen dummen Gegentreffer kurz vor der Halbzeit. Zweite Halbzeit war Mannheim stärker, klar, letzte Heimspiel, haben die letzten beiden Spiele mit Pokal verloren. Wollten natürlich vor den Heimfans wieder was gut machen und ich denke, 1:1 ist heute gerecht. Wieso ist das Spiel in der Halbzeit so gekippt? In der ersten Halbzeit habt ihr den Ton angegeben, in der zweiten dann nicht mehr so? Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, Mannheim, letzte Heimspiel, 1:1. Die wollten natürlich Heimspiel unbedingt gewinnen. Wir haben versucht dagegen zu halten, hatten auch noch zwei, drei gute Konterchancen, die wir vielleicht besser ausspielen müssen. Aber im Endeffekt müssen beide Mannschaften mit dem 1:1 zufrieden sein. 1:1 gegen Mannheim, war das ein gerechtes Ergebnis? Was denkst du? Ja, grundsätzlich schon. Also erste Halbzeit haben wir dominiert, machen auch verdientes 1:0, haben bis zur 36. Minute, glaube ich, das ganze Spiel im Griff. Könnten, wenn wir clever wären, also cleverer gespielt hätten bei den Kontern, hätten wir noch das eine oder andere mehr machen können zum 2:0 oder 3:0. Und dann lassen wir Mannheim ins Spiel kommen. So ab der 36. haben wir ein bisschen fahrig verteidigt, aber kann man keinen Einzelnen kritisieren, sondern da standen wir einfach ein bisschen zu weit auseinander. Und so kam dann auch Mannheim zu ihrer ersten Druckphase, kriegen dann auch mit der allerersten Chance, machen sie sofort ihr Tor durch den linken Verteidiger. Ja, und wir kamen aus der Halbzeit raus und auf einmal war es ein ganz anderes Spiel. Mannheim hat dominiert, Mannheim hat auf ein Tor gespielt in der zweiten Halbzeit, kann man nicht anders sagen. Jetzt hätten wir ganz kurz vor Schluss, hatte Kai noch eine Riesenmöglichkeit, aber grundsätzlich war es ein verdientes 1:1. Inwiefern beeinflusst das ziemlich kalte Wetter heute das Spiel? Nee, ist eigentlich perfektes Fußballwetter. Wir haben 2, 3, 4 Grad, der Platz ist in Ordnung, ein bisschen seifig, aber ist normal, haben wir überall in der Liga. Von daher behindert uns das gar nicht in unserer Spielweise. Unentschieden gegen Mannheim, wie bewertest du die Leistung deiner Mannschaft? Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung der Mannschaft, muss ich sagen. Die erste Halbzeit haben wir ein Top-Auswärtsspiel gemacht. Wir haben defensiv sehr, sehr gut gestanden, gut gegen den Ball gearbeitet und waren heute sehr, sehr gut in der Spieleröffnung. Wir haben nicht nur Konter gefahren, sondern auch aus dem Positionsspiel raus gut kombiniert. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht. Sind, glaube ich, verdient 1:0 in Führung gegangen. Was mich an der ersten Halbzeit halt ärgert, ist, dass du mit 1:1 nur in die Halbzeit gehst. Das war zu wenig, muss man sagen. Die Situation vor dem 1:1, ein Einwurf für den Gegner, wo wir wirklich schlafen in dieser Situation, darf nie und nimmer passieren von unserer Seite aus. War aber gut ausgenutzt, ein guter Schuss dann genau ins Eck, der hat gepasst. Und dementsprechend so ein bisschen weinendes Auge mit der ersten Halbzeit, ob der guten Leistung, aber nur mit 1:1. Die zweite Halbzeit wussten wir, dass Mannheim kommt. Wir hatten nicht mehr ganz den Mut, unser Spiel durchzuziehen. Die haben uns ein bisschen früher zugestellt, haben die Abschlüsse zugestellt. Wir mussten früher auf einen langen Ball gehen. Das hat uns nicht gut getan. Aber was die Mannschaft an Kampfgeist und an Willen in die Waagschale heute geworfen hat, war wirklich an der 100%-Grenze dran. Und dementsprechend, glaube ich, haben wir uns den Punkt hier hoch verdient. Du hast Arsio Velagic heute eingewechselt und ihn wie schon in Kassel im zentralen Mittelfeld spielen gelassen. Gab es einen taktischen Grund dafür? Ja gut, der Grund war einfach, Murat hatte Probleme an den Adduktoren und hatte zudem noch in der ersten Halbzeit bei einem Luftkampf Kopf an Kopf, ein bisschen Schädelbrummen, sage ich mal. Dementsprechend ging es einfach nicht mehr nach 60, 65 Minuten. Mussten wir wechseln und die Option Thierry rauszuschieben, die ist immer da. Sondern braucht man halt einen zentralen Spieler. Arsio kann zentral auf der 6 spielen. Wir haben jetzt auch so 8 gespielt. Wir haben in 4-1-4-1 gespielt heute und hat dann Thierry in dieser Position ersetzt. Das hat er ordentlich gemacht, Arsio. Und er war ganz ordentlich ins Spiel gekommen und dementsprechend war es die richtige Reaktion für das Ausscheiden vom Mord. Das Hinspiel ist ja ebenfalls 1:1 ausgegangen. Welche Entwicklung konntest du jetzt nach der Hinserie bei deiner Mannschaft sehen? Ich muss sagen, gut, das Hinspiel ist schon ein bisschen anders verlaufen. Das Hinspiel war anders dem gegenüber, dass wir eigentlich in der ersten Halbzeit nur reagiert haben, mehr nachgelaufen sind. Heute war es eigentlich eher umgekehrt, die erste Halbzeit. Trotz allem zwei Mannschaften
die man sieht, die heute und in dem Spiel auf Augenhöhe war. Aber man muss einfach sagen, Waldhof hat konstanter gepunktet, hat die Spiele, die wir unentschieden gespielt haben, haben sie gewonnen, muss man sagen. Und dementsprechend stehen sie zu Recht vorne. Wir haben es einfach versäumt, in 2-3 Spielen entscheidende Akzente zu setzen, auch mal einen Sieg, vielleicht heute oder auch wie schon im Hinspiel, muss man sagen, oder wenn ich an das Spiel in Offenbach denke, da einen Sieg zu fahren. Deswegen stehen sie zu Recht auch vorne, wir nicht. Wenn man gleich mal dann auch sagen muss, natürlich fehlt uns ein Patrick vorne, dann kannst du ein schönes 4-4-2 spielen mit zwei richtigen Spitzen, dann haben wir noch mehr Durchschlagskraft, aber das Jammern gilt alles nicht. Die Mannschaft hat heute ein tolles Spiel gemacht.